geile Scheiße. So, das Lied ist immer wieder geil. Ah, so, und hey ho, willkommen zurück oder willkommen überhaupt zu meinem paar coole Passworts in Method 1 Part für mein LP von vor ein paar Tagen oder von vor ein paar Parts oder sonst was, wie auch immer. Jedenfalls, ich gebe jetzt halt ein paar oder ich zeige jetzt ein paar coole Passwörter. Es gibt einen Haufen Passwörter, aber ich pick mir halt gerade nur die in meiner Meinung nach coolsten aus. Also schauen wir mal. Und das erste ist das Passwort Justin Bailey, bei dem man bis heute irgendwie nicht ganz genau weiß, was es eigentlich für Namen sein soll oder zu wem der Name gehört. Es gibt ziemlich viele Theorien, aber weiß der Geier. Jedenfalls, man sieht schon, man startet nicht wie üblicherweise in Brinster, sondern man startet bei Ridley. Insta muss ihren Schwimmanzug mit allem, was es gibt. Also mit wirklich allem, was es gibt. Wie auch immer sie in einem Schwimmanzug ihre Screw-Attack einsetzt, was weiß ich, oder zu einem Morphball wird und Bombe legt, wo auch immer die Bombe kommt. Jedenfalls, dieser Cheat wird halt oft benutzt, um eben den Best-Ending-Screen zu bekommen. Weil man eben gleich zu Mother Brain rennen kann und das dann das Spiel dann innerhalb von 5 Minuten durchspielen kann. Aber irgendwie, da fehlt ja meiner Meinung nach absoluter Reiz dann dahinter. Der Scheiß-Lied ist so geil, das lässt mich nachts nicht schlafen. Ich bin so froh, dass man heutzutage keine Passwörter mehr benutzt. Was ist denn das wieder schön wieder für eine Scheiße hier? Der Part wird ewig dauern, nur weil ich so viel Käse eingeben muss. So, was war das? Ach ja, stimmt, genau. Bei dem Cheat startet man in Turien, wie man sieht. Also bei Mother Brain fast schon. Mit so ziemlich allem, was man haben kann. Außer Wavebeam sehe ich gerade. Aber trotzdem, das ist wahrscheinlich auch ganz gut, um eben einen Best-Ending-Screen zu machen. Ach, du brauchst den Wavebeam ja gar nicht hier. Man braucht ja den Icebeam. Um eben die Metroids einzufrieren. Stimmt hier. Also ist das gesehen eigentlich praktisch gesehen das Beste, was man machen kann, wenn man den Best-Ending-Screen haben will. Auch nicht dumm. Ich habe mich so davor gesträubt, das Video zu machen, dass ich erstmal alles hinschmeiß. Einfach nur, weil ich keine Lust hatte, den ganzen Käse einzugeben. Aber naja. Wieder ein Cheat, wo man bei Turin rauskommt. Bloß hat mit ein wenig mehr Missiles, um einen Best-Ending-Screen machen zu können. Es ist alles echt nur für den Best-Ending-Screen. Was ein schwachsinniger Scheiß, fällt mir gerade mal auf. Man kann auch noch nach Crate und nach Ridley sich teleportieren lassen mit Missiles und alles drum und dran. Aber für was? Es sind wahrscheinlich einfach nur Cheat-Codes, wo halt normalerweise man eingeben müsste, wenn man eben schon zu weit gespielt hat. Was ein Käse. Für was sind die öffentlichen Cheatcodes? Und bringt dementsprechend auch nicht so viel, weil man schadet ganz normal. Plus halt im Badeanzug. Das ist auch irgendwie kacke. Überleg mal, du wachst irgendwo auf in einem scheiß Badeanzug, irgendwo auf einem fucking fremden Planeten mit lauter komischen Super Saiyajin-Käfern, wo rumkrabbeln und dich töten wollen. Und überleg mal jetzt noch, du bist nicht eine Frau, sondern ein Mann in einem Badeanzug. Das wäre ja noch schlimmer. Ich glaube, letzten Endes kann man ziemlich festhalten, dass alle Cheats so ziemlich dasselbe bringen. Da gibt es 3-4 verschiedene Cheats, damit man als Samus in ihrem Badeanzug startet. Und ansonsten gibt es immer nur Cheats, dass du... Was ist das? Oh, man hat noch die Screw-Attack. Oh, cool. Und ansonsten gibt es immer auch noch Cheats, wo man halt bloß Ding irgendwie woanders da startet mit verschiedenen Items, wie man eigentlich haben sollte. Also ein Highjump hat man auch, okay. Aber kein Longshot, Longbeam, was ist das für ein Case? Aber man sieht schon, die Cheats sind nicht wirklich sinnvoll. Für was soll man mit den Cheats bitte schön spielen, die bringen überhaupt nichts. Ist wahrscheinlich einfach nur als kleine Rumspielerei gedacht. Ja, und zwar, das ist relativ einfach. Man schießt die Tür auf, wartet. Oh fuck, das wollte ich nicht. Jetzt stecke ich fest. Obwohl, komme ich raus? Nö. Ah fuck. Genau, das kann nämlich auch passieren, dass man da in der Wand feststecken bleibt. Und zwar, es ist relativ einfach. Man schießt eine Tür auf, wartet dort, wo die Tür zugeht. Die Tür geht zu. Man steckt drin fest.
und drückt dann ganz einfach hoch, runter, hoch, und Quatsch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, aber halt so schnell, dass man nicht in den Morphball kommen kann und auch nicht irgendwie rechts oder links, weil man eben sonst, wie man eben bei mir jetzt sieht, stecken bleibt. Ah, ich habe eigentlich echt Bock, jetzt nochmal eine Runde zu spielen. Metroid ist schon geil. Okay. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Davon kriegt man Schaden. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Okay, cool. Oh, tot. Hier kann man das ganz gut zeigen. Und zwar... Schieß mal auf hier. So. Oh, fuck no. Oh, shit. So. Jetzt kann man hier oben rumrennen. Wie im Super Mario damals. Ui. Oh, fuck no. Yeah. Und man kann, wenn man es an besonderen Stellen macht, wenn ich mich recht erinnere, könnte man es auch schaffen, in andere neue Gebiete reinzukommen. Was zum Flup? Wo ist Samus? Hä? Wo ist Samus? Hier ist Samus. Yay. Und tot. Natürlich gibt es noch ein paar andere coole Glitches. Aber ich... dazu müsste ich jetzt... Also mir fallen noch zwei Stück ein. Jetzt auf die Schnelle. Einen kann ich jetzt noch zeigen, aber für den anderen, da müsste ich kurz noch mal der Brain sein. Nee, halt. Ah doch, zwei... Drei fallen mir sogar noch ein. Der Zombie-Glitch, der Überleb-Explosions-Glitch und eben den Glitch. Hui! Der ist auch nicht schwer zu machen. Man muss einfach nur... wie erkläre ich das ein bisschen? Huch. Man muss einfach nur Ding als Morphball irgendwie runter, dann A drücken, damit sie aufgeht, also aufgeht, damit sie sich halt wieder hinstellt, ohne aber nach links oder rechts zu drücken und dann nochmal A drücken, damit sie halt springt. Man darf aber halt während der Zeit, in der man in der Luft ist, eben nicht nach links oder rechts drücken. Flup! Der Zombie-Glitch, das geht nur in Turian und wie heißt andere Case? Der überlebt die Explosionsglitch, geht auch nur in Turian und das mache ich jetzt nicht mehr. Das Video sollte eh eigentlich schon über die Cheats gehen. Das ist nur so das kleine Abschlussvideo halt für meinen 100% Run. Also dann, bis die Tage wiedersehen.